Hallo zusammen, willkommen zurück zu The Last of Us. Wir drei Hübschen werden jetzt mal hier durch die Luke in den Keller gehen und dann schauen wir mal, was wir da unten finden. Okay, hier runter. Tja, da sind wir. Du fasst hier drin nichts an. Und du machst die Tür zu. Na dann mal los. Was? Ich brauche eine Waffe. Brauchst du nicht. Joel, ich komme schon damit zurecht. Nein. Du bleibst hier. Toll. Dann warte ich einfach, bis es mich erwischt. Das hier muss echt der beschissenste Job sein, den du je hattest. Was kommt denn? Was zum Teufel sagt Tess zu dieser Selbstmordmission? Das war ihre Idee. Ehrlich? Dann ist die Braut wohl doch nicht so schlau, wie ich dachte. Na, scheiß drauf. Im Ernst, bring die Kleine dahin zurück, wo sie herkommt. Bill, ich kann sie nicht einfach zurückbringen. Dann schick sie weg, lass sie eben allein gehen. Ich sag dir jetzt mal was. Es gab mal jemanden, der mir wirklich sehr wichtig war, weißt du? Mein Partner. Ich hab mich eben um ihn gekümmert. Und in dieser Welt bringt dir so ein Scheiß nur eins ein. Du gehst drauf. Und weißt du was? Von da an habe ich's geschnallt. Ich bin alleine echt besser dran. Bill, so ist das nicht. Schwachsinn. Es ist ganz genauso. Hey! Was habe ich dir auf der Treppe gesagt? Was habe ich gesagt? Ich räum hier doch nur deinen ganzen Scheiß auf. Finger weg! Verdammt nochmal. Wenn du sie weiter an der Backe hast, wird dir das irgendwann das Genick brechen. Können wir das jetzt bitte einfach durchziehen? Hier. Wir ziehen das durch. Sag bloß, wir ziehen das durch. Schrottflinte. Die ultimative Zombie-Slayer-Waffe. Okay, ein Katana. Mein allerneuestes Spielzeug. Ein Katana. Eine Werkbank. Ist eine Nagelbombe. Ich schaue es mir gleich an. Kleinen Moment. Sie geht hoch und zerfetzt alles in ihrer Nähe. Bin gleich da. Ich kenne deine Fallen. Ich bin gut, nicht wahr? Bin gleich da. Muss nur kurz schauen. War da gerade irgendwie Marihuana? Irgendwie sowas, ne? So, Werkbank. Wisst ihr, was ich nicht verstehe? Ich habe das so in Erinnerung, dass in der Nähe von Werkbänken auch diese Werkzeugkästen sind, die man braucht, um Sachen abzugraden. Aber ich habe bis jetzt immer noch keinen einzigen gefunden. Und ich brauche jetzt mindestens eine, damit ich irgendwas machen kann. Verdammt, irgendwas muss hier irgendwo sein. Schauen wir uns mal um noch ein bisschen. Ich habe ja Angst, dass ich schon einen übersehen habe. Aber vielleicht, auch egal. So wichtig ist es auch wieder nicht. Da, ra, ra, da, du. Rudi, du, du, du. Ja, ich nehme deine blöde Nagelbombe. Bisschen übertrieben. Ich glaube, es reicht, wenn die Stacheln drin sind. Die müssen nicht draußen sein. So, Schrotflinten und Bomben. Und was machen wir damit? Aha, was haben wir denn da hinten? Durch die Straßen. Ich nehme an, sie suchen nach Vorräten. Mann, es ist Wahnsinn, was sie alles übersehen. Jedenfalls. Vor ein paar Monaten fuhren sie hier durch und wurden von Infizierten überrannt. Sie belagerten den Truck. Der fährt prompt gegen die Wand der Schule. Da steht er noch mit der Batterie. Wir holen die Batterie also für ein anderes Auto. Bingo. Ich wollte sie holen, aber es schien zu gefährlich bei den ganzen Infizierten hier. Aber scheiß drauf. Joel braucht ein Auto. Und wenn sie kaputt ist? Nee, die Trucks sind wie Panzer. Sie wartet auf uns. Das könnte klappen. Halfter für eine zweite Pistole, Halfter für ein zweites Langgewehr. Das kommt mir schon ganz gut vor, aber das wird unseren gesamten Schrott verschlumpfeln. Aber dafür könnten wir schneller zwischen Waffen wechseln, wenn ich das richtig verstehe. Und ich meine hier, keine Ahnung, weiß ich nicht, ist alles so. Reichweite wäre schon nicht schlecht für den Bogen, auch die Zielgeschwindigkeit ist nicht schlecht. Wisst ihr was, wir machen jetzt einen Langwaffenholster und Schluss. Dann will ich nichts mehr hören.
Ende. Für einen neuen Schrott können wir wahrscheinlich eh nichts mehr machen sonst. Das wird uns helfen. So, und jetzt haben wir Schrotflinte und Bogen gleichzeitig da hinten. Das ist gut. Die eine für die grobe Action und die andere zum Schleichen. Mensch, wir hätten hier Lappen und Schnaps. Lappen und Schnaps, aber wir können leider echt nichts mehr craften. Da können wir noch so viel Lappen und Schnaps haben. Du alter Schnapslappen. Das finde ich eine gute Beleidigung. Also so freundschaftlich, so kameradschaftlich. So, hey du alter Schnapslappen. Finde ich gut. Finde ich gut. So, du alter Schnapslappen. Was machen wir jetzt? Hey, ich schwöre dir, wenn du was geplant hast. Mann, der soll man den Stock aus dem Arsch nehmen. Joel, du behältst sie doch im Auge, oder? Ich pass auf. Dauernd muss ich irgendwas im Auge behalten. Kann der nicht irgendwie mal was im Auge behalten? Alter Schnapslappen, du. Darf ich mal noch kurz in die dritte Etage hochgehen? Oh, verbarrikadiert. Na gut. Wow. Die Kathedrale der Zeit. Tja, wenn du was zu beichten hast, bist du hier genau richtig. Wenn wir das Masterschwert, da ist ein geheimer Raum hinter diesem Altar, da ist das Masterschwert und dann können wir die Vergangenheit reisen und verhindern, dass diese Pilzinfektion jemals passiert. Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Wir müssen aufpassen, dass Ganon nicht mitkommt, sonst haben wir ein Problem. Nee, Moment, wir reisen in die Zukunft, oder? Ah, schlecht. Das ist nicht der Beichtstuhl, sondern mein Zimmer. Okay, ich werde nichts anfassen, aber... Außer alles, was blinkt. Eine Gruppe Runner hat die meisten Bomben im Süden der Stadt ausgelöst. Zeit, neue zu platzieren. Nicht vergessen, alle Bomben auf der Karte markieren. Ups. Entschuldigung, ich wollte deine Scheibe nicht einhauen. Sorry. Ich habe dir nur deinen Sprengstoff und deine Tabletten geklaut. Und einen Zettel mit Notizen, To-Do-Listen, die du jetzt nicht mehr erledigen wirst. Sorry. Okay. Zeit zu packen. Ellie, komm schon. Dort. Da ist die Schule. Okay. Bereit? Werden wir sehen. Wollen wir echt bei Sonnenuntergang losgehen? Wollen wir nicht drüber schlafen? Nein? Okay. Dann bin ich wohl überstimmt. Oh Mann. Na komm, du musst dir das nicht noch angucken. Ist doch nichts. Wenn du meinst. Na gut. Hinter dem Tor kenne ich mich überhaupt nicht aus. Kein Thema. Okay. Hey, habt ihr das gehört? Seid ruhig. Oho. Oho, hoho, hoho, hoho. Oho, hoho, 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 hoho. Elli, ein bisschen Vorsicht, bitte. Ich versuche den mal zu stealth killen. Na also. Mit unseren neuen haltbaren Messern dürfte das alles kein Problem sein. Die sind so haltbar. Die halten sogar den pilzigsten Pilzzombie stand. Meint ihr, die Pilze sind weich und machen die weicher? Oder sind das so ganz harte Pilze mit Lignin und so, wie Holz? Und die werden dadurch stabiler. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir zwei gekillt und nur ein Messer dafür verbraucht. Das ist cool. Das ist Luxus. Okay, hallo. Die neuen Nachbarn sind da. Ich muss mal was anderes versuchen. Jetzt wartet mal. Ich muss mal was versuchen. Mal schauen, ob ich mit der Schrotflinte ein bisschen Multikill kann. Außer vielleicht niemand von denen hört irgendwas. Ihr seid alle so taub. Liebe Pilzzombies. Genau. Wisst ihr was?
Noch besser. Oder, wenn wir schon eine haben. Ich beschwere mich doch immer, dass wir zu viel Flüssigkeit haben. Dann sollten wir auch was verbrauchen. Wir leben noch. Und die nicht mehr. So. Alles nur durch die Macht des Ziegelsteins und Molotow-Cocktail. Aber das ist vernachlässigbar. Hauptsächlich der Ziegelstein war's. Mensch, warum sind denn hier nur Klicker eigentlich? Was ist mit denen los? Den sollte ich mal was verklickern. Ah. Wortwitz. Komm raus, du Arsch. Oh. Na du. Ist das der letzte? Zumindest vorerst. Zumindest der letzte Bekannte jetzt gerade. Ups. Das lief nicht so schön, wie ich hoffte. Ich glaube, das war's. Sehr gut. Wir sind noch nicht sicher. Ich muss mal kurz die Pistole wechseln, weil wir haben nur noch 4 Schuss für die, aber noch 22 für die andere. Mein Gott, ich glaube, das war nur ein Vogel oder ein Insekt, aber es hat mich echt erschreckt. Ich dachte, jetzt kommt noch irgendwo ein geheimer Klicker. Der geheime Klicker. Von der Klickerbocker-Bande. Moment. Ich habe einen Schlüssel. Ach so, du warst zwar hier noch nie, kennst dich nicht aus, aber du hast einen Schlüssel. Sehr leise sein. Okay. Ich bin leise. Ganz ruhig. Oh. Weiß nicht, wollen wir uns mit denen schusstechnisch anlegen? Gleich? Oder soll ich versuchen zu schleichen? Aber ihr gebt mir Deckung, okay? Warum hat Ellie eigentlich... Ich verstehe nicht, warum Ellie keine Waffe kriegt. Joel, du bist ein Idiot. Ganz ruhig. Ganz leise. Ganz leise. Alles gut. Alles erledigt. Nee. Oh! Jetzt. Jetzt ist alles erledigt. Du hast vorhin nicht übertrieben, oder? Mit was? Oh, hier wohnen die Pilzis. Das ist eine neue Sitcom. Die Pilzköpfe. Das ist der verrückte Nachbar, der immer reinplatzt und dann jubeln immer alle. Der hat irgendeine witzige Punchline. Sowas wie, was für eine Unversporenheit. Oder, mit dem Pilz durch die Wand? Was? Nee. Ich glaube, wir sollten die verprügeln. Jetzt mal ganz ruhig bleiben, alle miteinander. Ach ja, die guten alten USA, oder? An jedem toten Zombie kann man ein paar Schuss Munition finden. Jeder Amerikaner hat halt einfach so 3-4 Patronen für irgendeine Waffe in der Hosentasche. Das ist sowas wie Bürgerpflicht da. Da kann man sich drauf verlassen. Hallo? Jemand zu Hause? Nein? Na, wenn das so ist, werden wir hier mal ordentlich plündern. Was zu essen. Und, eine Flasche. Ich glaube, ich habe schon eine Flasche. Und, Firefly, Dings. Ich weiß gar nicht, was das bringt. Ich glaube, dann kann man irgendwie neue Outfits freischalten, wahrscheinlich. Oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht genau. Ist auch egal. Aha. Munition. Klebeband. Ich sollte mal die Nahkampfwaffe öfter benutzen. Das Spiel gibt mir dauernd neue Nahkampfwaffen und sagt, willst du die nicht mal wieder mitnehmen, hä? Die ist so gut. Und ich muss dauernd sagen, nee, danke, ich hab schon.
Und es ist mir immer so unangenehm, wenn das Spiel so nett zu mir sein will. Aber ich kann jetzt, ich meine, die Eisenstange, die ich da habe, die hält ja nicht mal mehr super viel aus, aber ich habe da halt eine One-Hit-Kill-Scheren-Montage ran montiert. Die will ich jetzt natürlich ungern wegschmeißen. Auch wenn das Holzbrett sogar mehr aushalten würde jetzt gerade, aber naja. Naja, die Pilzingtons sind erstmal weg. Wenn ich auch eine Waffe hätte, könnte ich auch ein paar erledigen. Ruhe, Klappe halten! Nein, sie hat absolut recht. Sie hat absolut recht. Wenigstens, ich weiß ja nicht, sie hat gesagt, sie kann gut mit Pfeil und Bogen umgehen. Vielleicht stimmt's. Sollten wir mal vielleicht drüber reden. Die kann man sogar wieder verwenden meistens, die Pfeile. Das wäre nicht mal ein Verlust fürs Team, also munitionstechnisch. Oh, da ist schon einer. Okay, ich glaube, ich habe die Familie angelockt. Das war ein guter Schuss. I'm proud of myself for this super awesome shot. Yeah, yeah, yeah. And for my super awesome English skills. I studied English for 25 years now. Oh my God. And so I speak like a native. When I go to the USA or to England, they don't even recognize me as a German anymore. When I say I'm from Germany, they say, no way, that's impossible because I talk so perfectly English. So ein bisschen wie Schwarzenegger, oder? Zumindest früher. Es gibt ja in seinem ersten Film, Herkules in New York oder so ähnlich, ich weiß es nicht mehr, wie er hieß, da wurde der ja synchronisiert, aber es gibt eben so Aufnahmen zu finden im Internet über sein Original. Oh nein, da liegt ein Baseballschläger, der auch montiert ist mit Scheren. Oh, damn it. Jetzt hätte ich gerne irgendwie einen Gegner, den ich mit meiner One-Hit-Kill-Waffe töten kann. Was wollte ich sagen? Genau, es gibt eben Aufnahmen, wie der dann echt redet, bevor er synchronisiert wurde. Das ist halt echt super lustig. Because he talks like this and his English is very not so good. And he's like, yeah, I don't know. I can't really imitate this, but it's very funny, trust me. You really have to hear it yourself. Just Google something like Arnold Schwarzenegger original voice acting Hercules or something like that. Das ist toll. Okay. Keine Pilzis. Wenn ich da durchgehe, geht wahrscheinlich das nächste Gebiet los, oder? Oder nicht? Ich weiß es nicht. Vielleicht geht auch hier das nächste Gebiet los. Soll ich hier durch die Tür gehen? Ich gehe hier durch die Tür. Und hier waren wir schon, oder? Da oben liegt, glaube ich, der modifizierte Baseballschläger. Naja, okay. Jetzt muss ich mal gucken. Der hier hat nämlich 4 Energieleisten, also 4 Haltbarkeitsleisten, diese Waffe, die ich jetzt bei mir trage. Und der Baseballschläger, er hat sich aufgelöst. Und der Baseballschläger hat mehr und ist auch modifiziert, also nehmen wir den. Sorry, Eisenstangi, du warst ein guter Freund. Ich werde dich nicht vergessen. Wir werden ewig Freunde bleiben. Freunde für immer. Okay. Ende für heute. Morgen gehen wir durch diese Tür, die mit dem X markiert ist. Dahinter treffen wir dann wahrscheinlich die X-Men, Wolverine und sowas. Der macht die alle allein fertig. Und ab dann wird alles super leicht und awesome. Ich glaube, dann wird es außerdem ein rundenbasierendes Dating-Simulator-Spiel, wenn mich nicht alles täuscht. Macht's gut. Bis dann. Ciao. So. The Last of Us ist wieder mal am Start. Heute 8 Uhr morgens in Deutschland. Und wir öffnen eine Tür. Hier lang. Oh, oh. Sie ist von drin verriegelt. Wie wäre es denn damit? Was? Was, die Katzentür? Joel, das ist dein Ding. Ach so, bin ich für Katzentüren zuständig. Okay. Sei sehr vorsichtig. Na klar. Das ist aber eine große Katzentür. Deine Waffe echt nicht schlecht. Ich glaube, die hatten eher einen Puma oder so. Drin sind noch mehr von diesen Klickerdingern. Okay. Oh, Scheiße.
Hauptsache, sie ist sehen. In Deckung bleiben. Durch die Puma-Tür. Sind das alles Klicker? Nein, oder? Eine Armee von Klicker? Die Klickokalypse. Bist du ein Klicker? Bin mir nicht sicher. Ja, ist ein Klicker. Oh, jetzt habe ich keine Messer mehr. Aber ich kann eins craften. Immerhin, ein neues können wir craften. Gut. Ich könnte eigentlich auch mal die Nagelbomben benutzen, oder? Theoretisch. Und mein Licht flackert. Soll ich mal so eine Nagelbombe benutzen? Nur so zum Spaß. Weil wir es können. Ich dachte ehrlich gesagt, die bleibt jetzt hängen an dem. Aber nee. Oh, ich glaube, ich habe die Family geweckt, ne? Bist du the last of your kind? Dann komm mal her. Schrubflintenzeit. Ach man, ich brauche auch eine Machete. Oder ein Katana. Wie weit ist das Bild? Es ist nicht mehr weit. Wir müssen es schnell durchgehen. Reingehen, Batterie holen, verschwinden. Ich will da nicht in der Falle sitzen. Okay, verstehe. Reingehen, Batterie holen, verschwinden, hat er gesagt. Ich glaube, in Wirklichkeit wird es eher so reingehen. Ganz viel Zeugs passiert. Überall Gegner. Wir töten Hunderte, Tausende. Wir looten ganz viel. Und zwei von uns kommen lebendig wieder raus, ist jetzt mal meine Hypothese. Ich weiß es nicht mehr, wie es wirklich ist. Aber ja, sterben nicht irgendwie alle in dem Spiel. Ich weiß es nicht. Vielleicht stimmt es auch gar nicht. Vielleicht ist es Quatsch, was ich jetzt erzähle. Ich weiß es nicht. Also ist kein Spoiler, keine Angst. Ich bin einfach nur am Mutmaßen. Maßmuten. Mutmutzen. Hier haben wir wieder diese Real-Life-Fotos in Videospielen. Ich finde das immer stilistisch so unpassend. Okay, los, hoch jetzt. Aufs Wohnmobil und rüber. Das sollte reichen. Na los, na los, na los! Was, wo? Hä? Baumhaus. Wer hat das da gelassen? Hast du Freunde hier? Nein. Aber ich kann mir schon denken, wer den Weg nutzen könnte. Die Schule ist hier nebenan. Gehen wir rein. Gleich. Ich will noch kurz... Komm! Ich will noch kurz ins Gartenhäuschen schauen, bitte. Denn hier ist natürlich Sprengstoff. Ich weiß gar nicht. Ach, Dünger ist es wahrscheinlich, oder? Man kann doch aus Dünger scheinbar, so erzählen es uns zumindest ganz viele Filme und Videospiele, irgendwie Sprengstoff herstellen. Deswegen liegt hier im Gartenhäuschen Sprengstoff, weil es in Wirklichkeit Dünger ist. Also. Und scheinbar muss man so, wenn man so einen 5 Kilo Sack Rindenmolch kauft, kann man damit okay, wir sind sicher. Unser Sonnensystem in die Luft sprengen. Scheinbar. Man muss nur wissen, wie. Einfach irgendwie in so eine, in so ein rotes Röhrchen stopfen und eine Lunte rankleben und fertig. Ich glaube, das Röhrchen muss rot sein. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ich glaube, eigentlich explodiert die Farbe rot, weil sie so aggressiv ist. Der Dünger ist nur Füllmaterial. Und die Lunte ist nur, damit das rote Röhrchen weiß, dass es jetzt Zeit ist zu explodieren. Und dann sagt das rote Röhrchen, oh, ich bin so wütend. Dann explodiert's. Ich glaube zumindest, habe ich mal irgendwo gehört, glaube ich. Habe ich mal irgendwo gelesen. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, dann ist es, glaube ich, so. Vielleicht verwechsel ich es mit irgendwas. Mit den Orks. Die, die wissen, von was ich rede, wissen jetzt, wovon ich rede. Alle anderen. Einfach ja. Ignorieren. Redest du mit mir? Ich würde gern mal noch die Treppe hochgehen, ganz kurz. Bin gleich da. Wir können doch nicht einfach in so ein Haus gehen und dann nicht plündern. Also wirklich, ey. Wie der so lange überlebt hat, frage ich mich. Ohne Looten. Wahrscheinlich genau deswegen, weil wenn man nicht lootet, dann wird man auch nicht die ganze Zeit auf der Suche nach irgendeinem Müll, den man eh nicht braucht, von irgendwelchen Pilz-Zombie-Leuten oder Raidern, die sich irgendwo einquartiert haben oder sowas, überfallen. Ja, das Zimmer ist noch erstaunlich gut erhalten. Panda Patrol. Den Film würde ich jetzt gern sehen. Panda Patrol. Hört sich nach einem echt guten Film an. Damocles Rising. Ist das ein Spiel oder?
Tagebuch. Man liest nicht in fremden Tagebüchern. 4. Oktober. Jetzt ist es offiziell. Die Schule bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Also ist dieser Ausbruch doch zu etwas gut. Keine Schule ist keine Hausaufgaben. Also, mir passt das gut. Also, was soll ich mit der ganzen Freizeit anfangen? 5. Oktober, Mom und Dad haben gestritten. Irgendwie haben sie gleichzeitig geflüstert und sich gegenseitig angeschrien. Offenbar will Mom weg zu ihrer Schwester. Dad sagt, es sei hier sicher und dass der Ausbruch unsere Stadt nicht erreicht. 6. Oktober, Dad wurde infiziert und ist jetzt ein Zombie. Haha, nein, stimmt gar nicht. Dad hat mich angebrüllt, weil ich Radio gehört habe. Oder... Doch, genau. Er sagt, die Nachrichten seien Unsinn. Mom hat ihm zugestimmt und eine tapfere Miene aufgesetzt. Was? Ach so, eine tapfere Miene im Sinne von gegrinst. Keine Miene, die in die Luft fliegt, die sehr tapfer ist. Und sagt, macht euch keine Sorgen, Familie. Ich werde jeden sprengen, der hier durchkommt. Aber ich merke, dass sie Angst hat. Sie haben beide Angst vor mir. 7. Oktober. Ich glaube, Dad hat ein schlechtes Gewissen wegen gestern. Gadget hat in mein Bett geschlafen und Dad hat nichts dazu gesagt. Er kam rein, hat ihn gestreichelt, geseufzt und ist wieder verschwunden. So habe ich ihn noch nie erlebt. 10. Oktober. Letzte Nacht hat Dad Mom getröstet. Tante Karen ist tot. Das habe ich jedenfalls gehört, glaube ich. Beim Frühstück waren alle ganz ruhig, als ob nichts passiert wäre. Ich habe mitgespielt. 15. Oktober. Officer Jones kam vorbei und hat sich mit Dad unterhalten. Naja, eher geflüstert. So etwas passiert derzeit öfter. Danach hat Dad uns gesagt, dass wir die Stadt verlassen müssen. In ein neues Heim. Das Militär beschützt uns. Ich darf nur eine Tasche mitnehmen. Mom saß einfach nur da. 16. Oktober. Da, wo wir hingehen, sind keine Haustiere erlaubt. Wir sind mit Gadget an den Strand gefahren. Ich habe ihm sein Halsband abgenommen und ihn laufen lassen. Auf der Rückfahrt sagt Dad ständig, dass es ihm gut gehen wird. Er gehört in die freie Natur. Schon klar. 17. Oktober, es ist soweit. Dad sagt, wir wären bald wieder zurück. Ich glaube, er lügt. Hey, hast du kurz Zeit? Was denn? Ich hab Zeit. Ja? Ich wollte sagen, dass es mir leid tut. Wegen Tess. Das war's. Ich fange nicht wieder davon an. Ellie, mach dir keine Sorgen um mich. Wir sollten nach Bill sehen. Okay. Ob der Dialog jetzt nur getriggert wurde, weil ich das Tagebuch gelesen habe? Vielleicht. So. Bill, ich glaube, wir sind jetzt dann soweit. Oh, ein Messer, ein fertig gecraftetes Messer. Jackpot. Craften können wir nix. Das heißt, wir müssen leider auch den Loot liegen lassen. Ach so, eine Sache. Vielleicht könnten wir hier, wir könnten unsere Lauschdistanz noch ein bisschen erhöhen. Dann können wir noch besser lauschen. Oh yeah. Ich höre alles. Ich höre sogar, dass ich hier die Schublade noch öffnen kann. So gut höre ich. Ich habe gehört, dass da Munition drin ist. Die hat nach mir gerufen. Die hat gesagt, Joel, wir sind Munitionskugeln in der Schublade. Und Joel hat gesagt, yes, ich höre so gut. Oh nein, keinen Platz mehr für Pfeile. Hilf mir hier mal kurz. Und wir wollen Ellie wirklich immer noch keine Waffe geben. Nicht mal, obwohl hier mehr liegt, als wir tragen können. Was habe ich gesagt? Weiß ich nicht mehr. Da ist der Truck. Ragt aus der Schule raus. Ach so. Na los. Le Truck. Wir müssen leise sein. Oder wir töten alle. Das wäre jetzt eher meine Herangehensweise. Für was loote ich denn so viel, wenn man dann die Rohstoffe nicht verbraucht, oder? Leise sein. Leise sein können wir, wenn wir tot sind. Was wahrscheinlich bald der Fall sein wird, weil ich die ganze Zeit so laut bin. Schleichen, schleichen. gut, okay. Gut, dass die NPCs keine echten, also die Gegner reagieren nicht auf meine Begleiter. Gnädige Frau, könnten Sie mal ein bisschen langsamer gehen? So,
keine Pilzzombies erlaubt hier. Oh, immer dieses Denglisch. Ihr seid hier alle nicht erlaubt. Geht weg. Ihr seid erleiset. Ich bin mir manchmal nicht sicher, ob die tanzen oder kämpfen. Ich glaube, die kämpft jetzt. Wie wär's damit? Baseballschläger. Ich glaube, ich habe was Cooles entdeckt. Ich glaube, ich kletter jetzt hier hoch. So. Und jetzt. Wartet mal. Oh, kleinen Moment. Bin gleich soweit. Unten bleiben, habe ich gesagt. Unhöflich. Wenn ich ihm doch sage, er soll bitte unten bleiben. Wer braucht da noch Munition, oder? Einfach alle runterkicken. So, ist hier noch jemand jetzt? Weil ich wäre eigentlich hier hochgegangen, dass ich mit meinem tollen Gewehr alle wegsnipen kann. Aber so wie es scheint, sind alle zu mir gekommen. Weil sie sich dachten, hey, ich glaube, da oben auf dem Bus steigt eine Party, ein Rave. Und dann waren die ganz schön am Upraven und dann sind sie unglücklich gestürzt. Oh, so passiert das. Deswegen nehmt keine Drogen, Kinder, wenn ihr auf Raves geht. Ellie, lauf, lauf! Oder feiert zumindest nicht irgendwie auf irgendwelchen Bussen. Also entweder ohne Drogen auf Raves gehen oder mit Drogen, aber dann nicht auf Bussen tanzen. Okay? Die verprügeln wir einfach alle. Wir sind so awesome. Ich habe schon so lange kein Heilpäckchen mehr gebraucht. Wird immer wieder Zeit. Ist da sonst noch jemand? Ja, da hinten. Lass mich durch. Hey, vielleicht ein bisschen vorsichtig. Okay, du hättest mich jetzt treffen können. Als gedacht. Ach ja, wirklich? Sie müssen woanders stecken. Na, wir sollten nichts riskieren. Wie kommen wir rein? Da liegt eine Leiter auf dem Bus. Hilf mir da hoch, dann hole ich's. Gleich. Ich muss kurz meine Uhr mit unsichtbarem Klebeband verkleben. So. Die Uhr hält erstmal wieder. Und jetzt helfe ich dir hoch, damit du die Leiter runterhebst, holst, hast. Ich warte immer noch auf das Spiel, das ganz normal startet, so wie zum Beispiel hier The Last of Us. Das ist ein ganz normales Spiel, das sind dann so ab der Hälfte oder im letzten Drittel auf einmal Cthulhu. Eine Lovecraft-Cthulhu-Mythos-Geschichte und keiner hätte es gedacht, keiner hat es gewusst. Auf einmal kommt Hastur oder eben Cthulhu oder wie sie alle heißen. Und man ist so, what? Mind blown. Naja, aber die einzigen Cthulhu-Spiele, die jetzt die nächste Zeit kommen, werden auch als solche vermarktet. Insofern, wer weiß. Aber schön wär's. Ach, und die Motorhaube ist blöderweise innen. Sie kommen. Schnell jetzt, Kleine. Wo denn? Wer kommt wo? Wir gehen schnell rein, wir holen uns die Batterie und wir machen, dass wir hier wegkommen. Okay, ich schau mal kurz hier hinter das Haus. Die Tür ist zu. Tür ist zu. Wir müssen da rein, um an die Batterie zu kommen. Los, Bill! Ja, los, los, komm! Gegen Glas sind sie machtlos. Bist du jetzt so weit? Was? Es ist leer, verdammt! Leute! Wohin? Bill, wohin? Erstmal weg hier! Wir müssen raus hier! Komm mit! Sie kommen rein! Sind wir sicher? Ich glaube, wir sind sicher. Wir schleichen uns hinten raus. Ihr zwei folgt mir. Ich bringe uns hier raus. Na dann los! Aber dafür müsst ihr auf alle schießen und alle töten.
Ich weiß, dass Klicker nicht auf Licht reagieren. Ich bin mir aber bei denen hier nicht so ganz sicher. In den Kommentaren wurde mir freundlicherweise schon mitgeteilt, dass Pilzzombies nicht auf Licht reagieren, aber ich weiß bei denen halt nicht, weil eigentlich könnten die, ne? Gnädige Frau! Sie sind tot. Ich frage mich, wie viel von dem, also so aus rein biologischer, definitionstechnischer Sicht, wie viel von dem Urorganismus noch wirklich am Leben ist und wie viel der Pilz ist. Der dachte wohl, der könnte sich da oben verstecken. Aber nicht mit mir. Nicht in der Lincoln High School. Oh oh. Zum Glück gibt's kein Friendly Fire. Sonst wären jetzt alle tot. Bis auf die da. Ich weiß nicht, was mit der los ist. Mein Gott, kann die mal sterben. Es ist teilweise schon ein bisschen, oder? Durch die Klassenräume geht's schneller. Okay, ich nehme jetzt die Flinte. Ich habe jetzt genug gespart. Immer spare ich so viel Munition und benutze die coolen Sachen nicht, weil ich mir denke, na, die brauchen wir vielleicht noch. Und wirklich, da braucht man nie irgendwas. Ich schleiche trotzdem. Ich schleiche trotzdem hier nochmal durch und schaue mich hier noch ein bisschen um. Schleichen, schleichen, schleichen. Hier geht's. Wir müssen an denen kommen. An wem? Oh, an denen. Haben wir ganz gut gemacht, würde ich sagen. Hier muss es doch was zu plündern geben, ne? Vielleicht hat jemand die Schule schon irgendwie... Hey, das ist gut. Vielleicht hat jemand die Schule halt schon sauber gepickt, einfach. Kann ich mir schon vorstellen. Aber zumindest haben die vorher im Chemieunterricht noch eine Nadelbombe gebaut. Das ist doch nett. So von wegen so... Kinder, die Pilz-Zombie-Apokalypse steht unmittelbar bevor. Ich glaube, es ist Zeit, den Lehrplan etwas anzupassen. Heute bauen wir Nagelbomben. Mir geht's gut. Na gut, Leute. Es ist auch schon wieder Zeit, heute alles zu beenden. Alles. Beim nächsten Mal würden wir uns hier noch ein bisschen umsehen, werden noch ein paar Pilzzombies töten, werden noch in den ein oder anderen Arena-Kampf geraten und dann irgendwie flüchten wahrscheinlich. Ohne irgendwas, mit leeren Händen. Also ohne Motor. Macht's gut. Ciao.